Ja, man hat in vieler Hinsicht das marktwirtschaftliche System leider immer noch nicht verstanden. Das muss man als Ausgangspunkt sagen. Und das zeige ich in dem Buch auch, dass man in vielen Beispielen nachweisen kann, dass die herrschende Lehre das System eigentlich nicht versteht, sondern sie redet von einem statischen System, also einem System im Stillstand, während in Wirklichkeit wir eben Krisen haben und dramatische Entwicklungen in dem System, die weitgehend unverstanden sind. Die Eurokrise und sozusagen die globale Krise ist in vieler Hinsicht das gleiche Problem, nämlich ein Problem der Tatsache, dass wir Wettkampf der Nationen haben. Wir haben Nationen, die miteinander im Wettstreit liegen, aber Wettkampf der Unternehmen oder Wettbewerb der Unternehmen kann man gut finden, nur Wettbewerb von Nationen ist etwas anderes, weil Nationen andere Nationen nicht vom Markt verdrängen können. Wir sehen das gerade in Europa. Deutschland ist extrem wettbewerbsfähig und die anderen in Südeuropa sind weniger wettbewerbsfähig, mit der Folge, dass Deutschland die anderen an die Wand spielt. Aber wenn sie an der Wand stehen, bekommen sie keine Kredite mehr und Deutschland muss ihnen das Geld geben, sozusagen, mit dem sie die deutschen Güter kaufen. Naja, der Ausweg ist, dass das Land, das sehr wettbewerbsfähig ist, auf seine Wettbewerbsfähigkeit über die Zeit verzichten muss, seine Binnennachfrage anregen muss, während die anderen Länder Wettbewerbsfähigkeit gewinnen müssen. Wettbewerbsfähigkeit ist immer ein relatives Konzept. Es kann nicht die Welt insgesamt wettbewerbsfähig werden, sondern immer nur ein Land gegenüber einem anderen. Und dieser Prozess muss wieder zurückgeführt werden. Der war übertrieben. Wir hatten keine Währungen mehr, die hätten ab- oder aufgewertet werden können in der Währungsunion. Und deswegen muss man diesen Prozess allmählich über unterschiedliche Lohnsteigerungen zurückführen. Zunächst muss man es wieder verstehen. Zunächst müsste die Regierung bereit sein, darüber zu reden und das zur Kenntnis zu nehmen, dass das tatsächlich der Fall ist. International wird das genauso diskutiert. International gibt es auch einen ziemlich breiten Konsens darüber. Viele meiner Kollegen sehen das hundertprozentig genauso wie ich. Aber die deutsche Regierung weigert sich vor allem, diese zur Kenntnis zu nehmen und sagt, ja, wir machen das jetzt ganz einseitig. Nur die Griechen und die Italiener und Spanier müssen ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Wir tun eigentlich nichts. Das ist aber genau der falsche Weg, weil dieser Weg führt dann in die Deflation, führt in eine Depression, die wir ja schon haben, extrem hohe Arbeitslosigkeit. Und das könnte man durch Deutschland könnte das dramatisch abmildern. Ja, in vieler Hinsicht kann man das sagen. Die Globalisierung, wir haben es in dieser globalisierten Wirtschaft nicht geschafft, das herzustellen, was man im Englischen Global Governance nennt, also globale Regeln. Darüber wird immer gestritten, jetzt im Rahmen der G20, im Rahmen der UN, im Rahmen des Internationalen Währungsfonds, aber es ist ohne Ergebnis bisher. Wir haben vor allem für den Finanzbereich keine Regeln. Wir haben für den Handelsbereich durchaus Regeln in der Welthandelsordnung, aber wir haben keine Regeln im Bereich der Finanzmärkte. Und da ist der eigentliche Regelungsbedarf eben gerade. Die Entwicklung von Währungen ist extrem wichtig, auch für den Handel. Und das kann man nicht einfach so laufen lassen. Ja, es braucht internationale Zusammenarbeit zunächst. Und dann kann man das machen im Rahmen der G20 oder wie gesagt im Rahmen der UN oder in anderen Organisationen. Die Zusammenarbeit gibt es ja schon, nur sie wird nicht konkret. Geht nicht dahin, wo man wirklich dann ernsthafte Regelungen schafft, die Missstände abstellen, sondern es wird immer nur so gerade so das Notwendigste getan, damit die Welt nicht in die nächste Katastrophe läuft. Und selbst das passiert nicht oft, nur manchmal. Wir brauchen vor allem mehr ernsthafte Diskussionen. Wir brauchen mehr ernsthafte Auseinandersetzungen und weniger politisches Geplänkel, politische Streitereien um Kleinigkeiten sollte man einfach mal lassen angesichts der großen Herausforderungen und sich wirklich auf die großen Fragen konzentrieren, die aber dann wiederum ökonomische Fragen sind. Wir müssen halt im Moment noch damit leben oder wir müssen überhaupt damit leben, dass es unterschiedliche ökonomische Meinungen gibt und die müssen auch von den Regierungen angehört werden. Es kann nicht sein, dass eine Regierung sich nur einer Meinung verpflichtet fühlt und die dann durchzieht mit Gewalt. Es gibt eben unterschiedliche Auffassungen, wie man jetzt gerade wieder sieht. Der Internationale Währungsfonds hat jetzt seit 2 Jahren seine Meinung gerade mal geändert, vertritt jetzt genau das, was ich vor 2 Jahren gesagt habe. Nun will ich mich darüber nicht sozusagen lustig machen, aber es ist schon erstaunlich, dass man 2 Jahre brauchte, um zu erkennen, was eigentlich relativ trivial war. Naja, Lobbyismus spielt eine große Rolle, weil die Gesamtwirtschaft kann sich
durch diese Politik, wie sie jetzt betrieben wird, nicht insgesamt entwickeln und nicht verbessern. Aber das Problem ist, dass die Unternehmen, die da sind, immer natürlich um ihre Pfründe kämpfen und die Banken, die da sind, kämpfen um ihre Pfründe. Und eigentlich, was Marktwirtschaft auszeichnen sollte, ist, dass neue Unternehmen entstehen. Nur die neuen Unternehmen sind ja noch nicht da und die haben keine Lobby. Das ist eine schreckliche Asymmetrie in dem marktwirtschaftlichen System. Es sind immer nur die Alten, die auf dem Alten beharren, die sind da und die sind stark und die beeinflussen die Politik. Aber die Neuen, die entstehen könnten, die haben gar keine Macht. Naja, das ist eine schöne Idee. Wenn man spart, dann hilft man den zukünftigen Generationen. Das stimmt leider nicht. Es ist sogar grundfalsch. Wenn man jetzt spart, entzieht man ja dem Kreislauf sozusagen Einkommen und dann wird weniger investiert. Es wird also weniger konsumiert, dann wird weniger investiert. Und dann haben die zukünftigen Generationen sogar weniger als vorher. Also sparen ist überhaupt nicht so tugendhaft, wie viele Leute glauben. Man darf das ruhig individuell machen. Nur Politiker sollten wissen, dass Sparen große Probleme mit sich bringt. Und vor allem, wenn man jetzt spart, wenn jetzt der Staat spart in der Situation, wo die Privaten auch sparen. Ja, wenn alle sparen, bricht die Wirtschaft zusammen. Ist ganz einfach. Wenn alle nur sparen wollen und keiner ausgibt, dann liegt das Geld auf der Bank. Und es geht da zugrunde auf der Bank sozusagen, weil die Wirtschaft kollabiert.